Hallo, wisst ihr, wie man das ausspricht? Nein, dann seid ihr hier genau richtig. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Heute die vier Grundrechenarten. Ich erkläre euch, wie man alles richtig ausspricht. Wir fangen an mit der Addition. Also zum Beispiel 1 plus 1 ist gleich 2. 1 plus 1 ist gleich 2. Die erste 1 ist der Summand. Die zweite 1 ist auch der Summand. Und das Ergebnis ist die Summe. Dann gibt es noch die Subtraktion. Zum Beispiel 7 minus 3 ist gleich 4. Die 7 ist der Minuend, die 3 ist der Subtrahent und die 4 ist der Wert der Differenz. Schwer. Dann haben wir die Multiplikation. Zum Beispiel 3 mal 7 ist gleich 21. Die 3 ist der Multiplikator, die 7 ist der Multiplikant und die 21 ist das Produkt. Das ist meine Katze. Die 21 ist das Produkt. Und dann gibt es noch die Division. Zum Beispiel 20 geteilt durch 2 ist gleich 10. Die 20 ist der Dividend, die 2 ist der Divisor und die 10 ist der Wert des Quotienten. Das waren auch schon die Grundrechenarten. Also nochmal, Addition 5 plus 3 ist gleich 8. Die Subtraktion 12 minus 2 ist gleich 10. Die Multiplikation 2 mal 2 ist gleich 4. Und die Division 10 geteilt durch 5 ist gleich 2. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr versteht Mathe auf Deutsch jetzt auch ein ganz bisschen besser. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.